Hallo Sportsfreunde, ich bin Coach Stimm, bin seit einiger Zeit als Trainer im Kraftraum vom TV Gronau tätig. Ich habe euch heute ein Tabata-Training mitgebracht. Ganz kurz zum Thema Tabata. Tabata ist eine Art Intervalltraining, wobei wir immer 20 Sekunden mit maximaler Intensität arbeiten, gefolgt von 10 Sekunden Pause. Davon gibt es insgesamt 8 Sets, sodass eine Runde Tabata 4 Minuten dauert und somit pro Übung 4 Minuten trainiert wird. Wir filmen das Ganze in Echtzeit ab, sodass ihr gerne mitmachen könnt. Also einfach runter vom Sofa, ab in die Sportklamotten. Ihr braucht nichts außer vielleicht eine Matte, ein Handtuch und ein bisschen was zu trinken. Bevor wir anfangen, machen wir uns 2 bis 3 Minuten warm. Einfach, damit wir ein bisschen Blut in die Muskeln kriegen, die Gelenke einmal durchgelockert sind und wir nicht steif ins Training gehen. In der ersten Runde machen wir Jumping Jacks, also Hampelmänner, gefolgt von der Reverse Plank. Das heißt, wir gehen in den umgedrehten Unterarmstütz, trainieren hauptsächlich den unteren Rücken, die Beinrückseite, das Gesäß. In der dritten Runde machen wir die Squats, die Kniebeugen. Danach machen wir die normale Plank, den normalen Unterarmstütz, als Gegenspieler zu der Reverse Plank. Und zum Abschluss machen wir noch eine Runde Burpees. Etwas, was richtig auf die Pumpe geht, damit wir richtig schön ausgepowert sind. Ganz wichtig ist, wir machen zu den verschiedenen Übungen verschiedene Abstufungen, sodass für jeden Trainingsstand was dabei ist. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zur Trainingsfläche und dann starten wir in Echtzeit und ihr könnt mitmachen. Bis gleich. Okay, hallo Sportsfreunde. Ich hoffe, ihr habt euch auch umgezogen. Ich habe die lange Buchs ausgezogen, weil es, ich denke, doch ein bisschen wärmer wird. Wir fangen an mit Aufwärmen, wie gerade schon gesagt. 2-3 Minuten, bisschen Blut reinbringen. Bevor wir anfangen mit dem Aufwärmen, erkläre ich euch noch eben einmal die Übung, die wir gleich machen. Als erstes haben wir gesagt, machen wir Jumping Jacks, Hampelmänner, nichts Schwieriges. Einfach die Arme oben über den Kopf, machen wir auch gleich zum Aufwärmen, um reinzukommen, dass wir die Bewegung schon mal haben. Das zweite ist die Reverse Plank, da zeige ich einmal. Da gehen wir auf den Boden in Rückenlage, legen uns auf den Schultern ab, die Beine möglichst weit nach vorne und drücken uns dann hoch. Wichtig ist wirklich Rücken anspannen, Hintern anspannen, Beine anspannen. Wenn das zu schwer ist, der kann die Beine aufstellen und dann hochkommen. Noch einfacher ist das Ganze auf den Unterarm und hochdrücken. Vielleicht einfach durchprobieren, ich mache verschiedene Varianten während des Trainings, damit jeder für sich finden kann, was seine Leistungsstufe ist. Als nächste Übung haben wir dann die Kniebeuge. Wir gehen ganz normal runter. Wichtig ist, die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Wir bleiben auf den Füßen, gehen mit geraden Rücken runter, versuchen die Knie nicht zu weit nach vorne zu schieben und kommen wieder hoch. Wer kann weiter runter gehen und wieder hoch. Wer das Ganze noch etwas schwieriger haben möchte, geht runter und springt. Auch da jeder sein Level. Als nächstes machen wir den Unterarmstütz. Stützen uns auf die Unterarme. Wichtig ist, dass die Schulter über dem Ellbogengelenk ist. Rücken gerade, anspannen, Kopf nach unten. Wem das so schwierig ist, der kann das Ganze auf den Händen machen. Ist deutlich einfacher. Und wer es schwieriger haben möchte, der geht in den Unterarmstütz und führt die Beine, die Knie zur Richtung Ellbogen. Gut, und als letztes machen wir dann die Burpees. Das heißt, wir gehen in die Kniebeuge, springen nach hinten, führen den Liegestütz aus und kommen wieder hoch. Wenn das so schwierig ist, der kann den Liegestütz natürlich weglassen. Und wenn wir mit einem durch sind, ihr seht im Hintergrund läuft die Uhr mit. 20 Sekunden maximale Intensität, gefolgt von 10 Sekunden Pause. Das Ganze 8 Mal, dann haben wir eine Übung fertig. Zwischen den Übungen machen wir kurz Pause und dann starten wir eins durch. Gut, wir fangen an mit dem Aufwärmen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Aufwärmen. Wir machen ganz normal Hampelmänner. Locker springen, noch nicht allzu schnell. Wir wollen uns ja erstmal nur aufwärmen. Okay, die Arme schön hoch, die Beine weit auseinander. Wir springen nur auf den Fersen. Okay, einmal kurz durchschütteln, durchlockern. Als nächstes stellen wir etwas breiter hin, die Knie leicht gebeugt und dann gehen wir wechselseitig
Seite runter. Wenn schon mal ein bisschen warm wird. Okay, noch einmal durchschütteln. Und wir kreisen die Arme von vorne nach hinten. Und wechsel von hinten nach vorne. Okay, einmal ausschütteln. Als nächstes kreisen wir die Hüfte auf. Das Bein geht von innen nach außen. Mit absetzen. Der Kant kann auch einfach durchziehen. Und von außen nach innen. Wir fangen an mit der ersten Übung, mit den Jumping Jacks. Nicht wie gerade beim Aufwärmen locker, sondern jetzt wirklich hohe Intensität, kräftig springen. Ich mache den Timer an und dann legen wir los. So, Sportfreunde, wie ihr seht, der Timer zählt runter. Wir fangen gleich an. Macht euch bereit. Noch einmal kurz locker mit Jumping Jacks. 2, 1 und los geht's. Wie gesagt, das Tempo darf jetzt ruhig etwas schneller werden. Gas geben, jeder sein Tempo, aber so schnell er kann. Und es geht auch schon wieder los. Okay, Pause. Das war die zweite Runde. Nur noch 6. Okay, 2, 1, es geht wieder los. Komm, 3 Sekunden noch. Okay. Gut durchschnauben. Ausschütteln. 3 Runden haben wir. Und bereit machen. Los geht's. Okay, die Hälfte haben wir. Und da sind 10 Sekunden auch schon gleich wieder um. Los geht's. Schön durchziehen. Okay. 3 Runden noch. Los geht's! Okay. 2 Durchgänge noch. Jetzt nochmal mitmachen. Jetzt nochmal zusammenbeißen und richtig Gas geben. Und los geht's!
Wo ich das Tempo nochmal anziehen? Ist ja der vorletzte Durchgang. Okay, eine Runde haben wir noch. Zähne zusammenbeißen, ausschütteln, konzentrieren und alles geben. Los! Das Tempo anziehen. Komm, letzte 4 Sekunden. Sehr schön. Jetzt haben wir kurz eine Pause, knappe 30 Sekunden und dann wechseln wir in die nächste Übung. Okay, Klammer ist aus. Warte ich aufs nächste Heat gleich. Wir gehen schon mal in Rückenlage. Schnauben einmal durch. Ich weiß nicht, wie euch geht. Ich bin außer Puste. Wir machen jetzt die Reverse Plank. Das heißt, gerade schon mal erklärt, wir legen uns auf die Schultern, Füße nach vorne und drücken uns hoch. Der ganze untere Teil wird angespannt und bildet eine Brücke. So, der Timer soll sofort starten. 10 Sekunden noch einmal durchschnauben, bereit machen. Wir legen uns schon mal ab, Füße nach vorne und hochdrücken. Richtig anspannen, Po anspannen, Beine anspannen. Die Arme könnt ihr neben dem Körper legen, könnt sie seitlich ausstrecken, könnt sie auf die Brust legen, wie ihr möchtet. Anspannen, schön nach oben drücken. Okay, und locker lassen. Wie gesagt, desto näher ihr die Beine ranstellt, desto leichter wird die Übung. Ich werde jetzt in der nächsten Runde die Beine mal etwas dichter dran stellen und hochdrücken. Wirklich anspannen, richtig ins Hohlkreuz gehen. Die ganze Zeit angespannt lassen. Okay. Ja, die dritte Variation ist auf den Unterarm abstützen. Mache ich jetzt als nächstes. Es geht auch schon wieder los. Beine nach vorne. Und hochdrücken. Schauen einfach Richtung Decke, wir brauchen den Kopf nicht in den Nacken legen, nicht extrem nach vorne legen, einfach nach oben gucken, alles anspannen und schön hochdrücken. Okay, 5 Runden haben wir noch. Ich werde jetzt wieder die Beine ausgestreckt nach vorne machen. Ihr sucht euch für euch aus, was am einfachsten ist und wählt die Variante. Und los geht's. Wenn es euch zu schwer wird, könnt ihr natürlich auch zwischen der Übung die Beine einfach ranstellen. Aber nicht absetzen. Schön oben halten. Sehr schön. Die Hälfte haben wir schon. Ich mache so weiter, dass ich die Beine vorne lasse. Jeder für sich. Und es geht auch schon wieder los. Richtig anspannen, nicht locker lassen. Wichtig ist, auch wenn ihr anspannt, das Atmen natürlich nicht vergessen. Immer versuchen, ruhig weiter zu atmen. Auf jeden Fall nicht die Luft anhalten. Ganz wichtig. Und los geht's wieder. Haben wir noch 2 Durchgänge. Durchschnauben. Und es geht wieder los.
schön. Kurz durchschnauben. Eine Runde haben wir noch. Dann können wir auch schon zur nächsten Übung kommen. Und fertig machen. Los geht's. Noch einmal die Beine möglichst weit wegstellen. Noch einmal volle Spannung draufgeben. Sehr schön. Das war's. Wir schnaufen kurz durch und kommen dann gleich zur dritten Übung. Und zwar kommen als nächstes die Kniebeugen. Wie gesagt, auch hier haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige sie gleich alle noch einmal. Wir fangen mit der normalen Kniebeuge an. Und wer möchte, kann auch direkt die erste schon springen. Wir warten, dass der Timer startet. Schnaufen noch einmal durch. 7 Sekunden noch. Machen uns bereit. Und wir starten. Und los geht's. Schön runtergehen. Rücken gerade, Füße bleiben konstant auf dem Boden. Und wir können das Tempo etwas anziehen. Jeder so tief wie er kann. Wer Probleme mit dem Knie hat, nicht tiefer als 90 Grad. Okay. Ja, wir können das Ganze auch schwieriger machen, indem wir am Ende auch noch springen. Den Durchgang machen wir jetzt. Und es geht los. Runtergehen und oben abspringen. Immer auf geraden Rücken achten. Festen sich mit Stand. Sehr schön. Wir können auch zwischen den Übungen wechseln, dass wir die ersten gesprungen machen und die nächsten dann ohne Sprung. Wenn wir ohne Springen machen, dann ruhig zügig. Wunderbar, auch schon zwischendurch. Sollte schon Richtung Spannung auf den Oberschenkeln geben. Und wir starten auch schon wieder. Sehr schön. Ausschüttel nicht vergessen. Okay. Und es geht wieder los. Zwischendurch ruhig mal einen Sprung einbauen. Oder zwei. Okay. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Tief einatmen. Und es geht wieder los. Sehr schön. Ich finde es anstrengend, ich hoffe, ihr auch. Und es geht wieder los. Fester Stand. Lenkrad nicht abheben. Die Füße bleiben auf dem Boden. Knie nicht zu weit nach vorne. Okay, sehr schön. Bereit machen und los geht's. Okay, das war's schon.
kurz was trinken. Kurz durchschnauben. Als nächstes machen wir den Unterarmstütz. Vorhin hatten wir es auf dem Rücken gemacht, über die Rückenlage. Jetzt nach vorne. Einfach auf die Unterarme in einer geraden Linie. Wer dem zu schwer ist, der geht auf die Hände. Gut, wir starten. In 8 Sekunden geht's los. Schon mal Richtung Matte gehen. Die Unterarme aufsetzen. Füße nach hinten. Und die Planke halten. Kopf nach unten Richtung Matte. Sehr schön. Wichtig ist wieder, dass ihr den Ellbogen unter den Schulter gelegt habt. Dass ihr da eine gerade Linie bildet. Hintern anspannen, eine gerade Linie. Und es geht los. Wie gesagt, ihr könnt auch auf den Händen achten, dass der Hintern nicht durchhängt, der Rücken nicht durchhängt. Und auch hier sind die Hände unter der Schulter, Gesicht nach unten, Beine anspannen, Hintern anspannen. Okay. Ja, wir können das Ganze auch noch schwerer machen mit der sogenannten Spider Plank. Sprich die Knie Richtung Ellbogen. Die zeigen wir jetzt. In den Unterarmstütz, Spannung und dann mit dem Knie Richtung Ellbogen. Spannung aufrecht halten. Sehr schön. Wieder warm. Okay. Jeder findet jetzt seine Übung. Ich gehe nochmal in den Unterarmstütz. Schön Spannung halten. Nicht durchhängen im Rücken. Sehr schön. Hälfte haben wir schon. Okay, es geht auch schon wieder los. Ich gehe noch einmal auf die Hände. Hier, ihr könnt auch variieren. Oder ihr bleibt in der Position, in der ihr hier bevorzugt. Schön ruhig atmen. Sehr schön. Kurz durchschnauben. 3 Wiederholungen haben wir noch. Jeder die Übung, die für ihn passt. Hier den Unterarmstütz. Ihr könnt natürlich auch zwischendurch die Knie heranziehen und wieder halten. Okay. 2 haben wir noch. Okay, und es geht auch wieder los. Wir auch auf den Händen schöne Spannung halten. Hände unter der Schulter. Aufpassen, dass sie nicht durchhängt. Nicht zu hoch. Schön in einer Linie. Okay. Und wir haben noch eine letzte Runde. Noch einmal alles geben. Und es geht wieder los. Wer es in der letzten Runde noch mal wissen will, die Knie zum Ellbogen. Sehr schön. So, damit haben wir auch fast alle unsere Übungen durch. Die letzte Übung fehlt noch, die Burpees. Und immer mal kurz durchschnauben, vielleicht noch einen Schluck trinken. Jetzt geht es noch mal richtig auf die Pumpe. Wer kann mit Liegestütz, wer es nicht schafft ohne, überhaupt gar kein Problem.
So, der Dammer sollte gleich starten. Da geht's los, macht euch bereit. Wir beginnen in die Kniebeuge und dann geht's in den Liegestütz. Und los geht's. Okay, Pause. So, 7 Übungen haben wir noch, 7 Wiederholungen. Und los geht's. Atmen nicht vergessen. Das geht schon richtig auf die Pumpe. Okay. Und wir starten wieder. Ihr könnt natürlich auch auf die Knie gehen und hier den Liegestütz machen. Sehr schön. Bald geschafft. Okay, wir starten. Sehr schön. Das geht auf jeden Fall auf die Pumpe. Und los geht's wieder. Ihr könnt auch langsam nach hinten gehen. Okay, gleich geschafft. Und los geht's. Okay, eine noch. Okay. Letzter Durchgang. Und los geht's. Das war's. Oder haben wir noch einen? Kurz gucken, was der Timer sagt. Wir haben noch einen. Und wieder runter. Habe ich verzählt. Das war's jetzt aber wirklich. Erstmal was trinken. Respekt, wenn ihr mit durchgezogen habt. Ich bin außer Puste. Mir ist warm. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Training. Sämtliche Muskelgruppen waren drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn wir ein paar Daumen nach oben kriegen. Schaltet auch in die nächsten Videos wieder rein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.